Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Die Sims 4. Wir hängen immer noch bei den Mitbewohnern rum, während die Grundel arbeiten ist und der Snobby in einem fremden Bett pennt. Ich würde sogar fast sagen, dass es ein Mädchenbett ist. Und Grundel ist zu Hause. Kommt sie jetzt direkt wieder hier hin? Nee, ne? Was? Nur so wenig? Frechheit. So, das hatte nun alles seinen Sinn und Zweck. Wird zur Arbeit gehen? Nee, ich verbiete... Ja, weiß ich nicht. Soll ich zur Arbeit gehen? Das bringt ja eh nichts. Snobby. Aufstehen, nach Hause gehen. Chaos-Truppe. Ja, geh du mal nach Hause. Wo Snobby hängen bleibt, ist mir auch egal. Ja, jetzt joggen wir wieder nach Hause, gucken uns ein bisschen die Umgebung an. Oh, schön. Was? Warum haben die so einen Park? Stopp. Krass. Achso, hier kann noch ein Grundstück hin. Was ist das? Chrysanthemenpflanze. Krass. Sieht voll gut aus, obwohl die in der Wüste wohnen. Was ist hier? Ein Plastikhaus. Der Bordstein ist dort zu Ende. Du kannst nicht vorbei. Und weg ist er. Teleportiert. Ach, und jetzt hänge ich hier, weil der hier noch ist. Ach, Snobby. Geh nach Hause. Hör auf zu motzen. Was passiert hier? Pizza Boy. Hat jemand Pizza bestellt? Oder trägt er einfach nur ein Shirt mit Pizzen drauf? Der sieht gruselig aus. Ich hätte keinen fiesen Plan aus. Ich werde auf eine Pizza spucken. Okay, Snobby? Ist das nicht ein glückliches, fettes, kleines Kind? Lauf noch raus zu deiner Mami. Das macht er tatsächlich. Wow. Diego kommt zu spät zur Arbeit. Ja. Mein Boss ruft an. Soll ich dran gehen? ja, mach doch. Haben wir nicht viel von, kann das sein? Oh, Snobby, kannst du nicht einfach ein bisschen schneller nach Hause gehen? Ja, ich geh doch dran. Ach so, ist kein Telefon. Boah, Unmotivation pur. Erbst du das jetzt gerade irgendwie von deinem Bruder, diese Schnute? Bist du gleich da? Gott. Kein Wunder, dass du mehr mit dem Kopf bist und nicht so mit dem Sport. Faules Blach. Nein, ich liebe meine kleinen Kinder. Ich möchte nicht, dass man mir in den Kommentaren vorwirft, dass ich irgendwie schlecht zu meinen Sims bin, ja? Ich habe sie gemacht, ich kann sie behandeln, wie ich möchte. Nein, ich liebe sie ja. Man... Ja, du bist zu Hause. Haha, sehr gut, scheiß drauf. Ja, und was hat der Chef gesagt? Gar nichts, oder was? Ja, geh zur Arbeit. Kann ich ihm das sagen? Nö, ne? Kann ich... Nö. Ja, wirst du halt gefeuert. Moa, was ist denn... Grundel, Baby. Du kommst deiner Arbeit nicht nach als Putzfrau. Nee, jetzt geh doch nicht. Jetzt ist gleich wieder... Ach was, dann ist es halt so. Peinlich berührt. Komm, drück. Ist egal, Grundel. Mach das jetzt trotzdem. Scheiß drauf. Scheiß auf dein dummes, verwöhntes Gör. Oh, beschämt. Ja, wen willst du anrufen? Jemanden anrufen. Ja, was kackst du denn auch so lange? Entschuldigung, dass ich es so sage, aber es ist ja nun mal so. Diego! Ich muss hier gleich wieder alles auf Stopp machen. Es kann doch nicht wahr sein. Wir sind nicht mal 5 Minuten zu Hause und schon bricht das blanke Chaos aus. So, was machst du? Wie geht's dir denn? Hunger. Ich sage dir, wann du was isst. Ja, dann isst doch. Okay. Nein, nein, wir haben ganz andere Sachen geplant. Grundel, räum hier bitte einmal auf. Dir geht's gut. Diego kommt zu spät zur Arbeit. Das schert uns einen feuchten Scheiß. Ich esse einen Herzkeks und ich bin ziemlich kokett danach. Wie geht es dir, Bruderherz? Mama hat mich gerade auf dem Klo erwischt. Ich bin beschämt, siehst du? Ich möchte dir meine Unsicherheit mitteilen. Und ich hätte... Ich will keine Grimasse schneiden. Du solltest ihn eigentlich bestätigen. Oh, was geht ab, Diego? Bestätige mal deinen kleinen Bruder, du Casanova. Hallo. Ihr könnt doch wohl miteinander reden. Nicht du sollst ihn bestätigen, umgekehrt. Ach, weißt du, kleiner Bruder, ich fühle mich
Ich fühle mich, als hätte ich keinen Platz in diesem Leben. Ich habe zwar einen Job, bei dem ich schon am ersten Tag einfach nicht aufgekreuzt bin, aber ich werde mein Geld doch trotzdem bekommen, oder was glaubst du? Ja, sprachloser Bruder, du kannst mich mal. Oh, Entschuldigung, die Grundel hat sich... Also, komm, erzähl ihm, dass du deinen Sohn beim Kacken erwischt hast. Beim Geschäft verrichten. Ich muss wirklich ganz dringend den Typen finden und ihn einmal in schön anziehen. Das können wir vielleicht auch gleich mal machen, oder? Wir machen ihn ausfindig. Geh nicht weg! Kann ich ihn nicht so jetzt zwingen und kein Grundel nicht sagen, zieh dir was anderes an? Grundel, sei nicht traurig. Dein kleiner Tollboy ist da. Ich habe meinen Sohn gerade auf dem Klo erwischt. Er wird niemals eine... Okay. Ich wollte gerade Dinge sagen, die hier nicht hingehören. Party. Ich weiß gar nicht, was er für eine Stimme hatte. Los, bestätige sie. Es ist vollkommen okay, dass du deinen Sohn auf dem Klo erwischt hast. Das gehört zum natürlichen Kreislauf des Lebens und es ist eine wichtige Erfahrung, die ihr beide im Leben teilt und die euch miteinander verbindet. Geht es dir nun besser, mein Schatz? Ich denke an Trommeln. Ich weiß gar nicht, was er erzählt. Ich kann ihm überhaupt nicht folgen. Oh, er redet von sich. Komm, mach von Herzen ein Kompliment. So, how much clock haben wir? Wir haben... Ja. Ja. Morgen ist... Ach so, ich dachte schon, warum kriegst du denn Geld? Ja, red mit deinem Teddy. Beschimpfen bist du wahnsinnig! Der Mr. Patsy kann überhaupt nichts dafür. Hör auf, ihn zu dissen! Nur weil du fett bist? Oh nein, das ist gemein. Aber ich habe das Gefühl, man sieht jetzt wirklich, dass er irgendwie dick ist. Früher habe ich das nicht so... Ja, jetzt bist du auf einmal... Guck, wie traurig der Patsy ist. Brauchst keine Freunde, du hast Mr. Patsy. So, und du kommst... Ja, komm zu spät zur Arbeit. Jetzt lohnt sich's eh nicht mehr. Was haben wir denn? Hey, weg damit. Ich dachte, wir kriegen hier mal irgendwie eine Info oder so. Okay. Dann kommt das, was sich nicht vermeiden ließ. Ich trau mich nicht. Ich will es nicht. Ich kann einfach nicht. Grundel, du gehst jetzt in die Küche. Du backst. Bäckst. Nein, du bäckst jetzt nichts. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Wo ist denn diese Kacke? Diego, du sollst noch nicht pennen gehen. Das wird hier alles schon wieder nix. Diego, du bist noch nicht müde. Ja gut, ein bisschen kannst du eben schlafen. Aber dann... Oder soll ich bis zum nächsten Tag warten? Das ist alles so ungünstig. Es wird auch nicht besser. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Nein, wir machen es jetzt einfach. Diego, was magst du lieber? Vanille oder Schoko? Das sieht mir nach einem Hochzeitskuchen aus. Du kriegst einen Schokikuchen. So, Grundel, tu es. Sehr brav, Diego. Snobby. Snobby, Snobby, Snobby. So, dann gehst du Pipi machen. Und dann... Ja, back erstmal den Kuchen. Hör auf zu quatschen. So, geh schön brav. Wir haben gar kein Licht im Klo. Ist immer eine Darkroom-Veranstaltung da drin. Witzig. So. Wir backen einen Kuchen für eine... für ein gewisses Event. Ja, das wird ein guter Kuchen. Ich werde noch ein bisschen Essig reinmachen und noch ein bisschen Chili und noch ein bisschen Erdöl. Und dann rühren wir das Ganze um. Und rühren nochmal. Und dann stellen wir die Schüssel. Oh, wie praktisch. Sehr gut, Grundel. Wehe, das fackelt an. Dann bist du gefeuert. Ja, du, meinetwegen, geh duschen. Gehst du duschen? Ja, komm, ist okay. Grundel, tu irgendwas Sinnvolles. Ach, das war's schon. Techtel mich mit. Kann ich mir das etwa aussuchen? Nee, ich möchte, dass der bitte hier steht. So. Und jetzt... Och, es ist doch nicht zum Aushalten mit euch. Grundel,
mach ein paar Kerzen mit drauf. Hör auf, den Kuchenstück zu nehmen! Du bist überhaupt nicht dran! Boah! Du Rotzgöre! Was, hat sich das jetzt schon erledigt? Weil der schon... Nicht aufregen. Wir bleiben ganz ruhig. Oh mein Gott! Ja, jetzt lohnt sich's eh nicht mehr. Boah, warum frisst du den Kuchen einfach an? Nein, stopp! Du machst jetzt hier erstmal Techtelmechtel mit Marvin, damit das klar ist. Weil ich bin so aufgebracht. Ich brauche erstmal was, um mich zu beruhigen. Hör auf mit ihm zu reden, der ist ein Kuchendieb. Du bist ein Rotzblach. Du wirst noch fetter, so. Ja, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ich brauche jetzt so nichts mehr sagen. Möglicherweise wäre eine Geburtstagsparty. Was? Du sollst nicht gehen. Ach, du sollst doch mit dem rumknötern. Oh. Ja, komm, nimm dir noch ein Stück Kuchen. Hat doch alles keinen Sinn. Geh schlafen. Manu, es kann doch nicht wahr sein, dass nicht eine Sache mal funktioniert, die ich mir vornehme. Oh, Mann. Ich sperre den Snobby nächste Mal in sein Zimmer und mach die Tür raus im Baumodus und dann bleibt er gefälligst da. Grundel, friss den scheiß Kuchen. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen ordinär gerade in meiner Ausdrucksweise bin. Aber das kann ja wohl nicht angehen. Du gehst jetzt schlafen. Zur Strafe. Ja. Hat nichts gebracht. Was ist los? Alles klar bei dir? Ich bin so traurig. Ich hätte so gerne ein Techtelmechtel gehabt, aber eine höhere Macht hinderte mich dran. Die Macht der Müdigkeit. Vielleicht war es auch ein schlechtes Zeichen. Vielleicht sollte ich zu Tim zurückkehren. Nein! Ist verboten! So. Ja, hat leider so gar nicht geklappt. Diego ist eh am Pennen. Gut, dann, nein! Oh, ja, geh verwenden, geh duschen und dann gehst du wieder pennen. So. Wie viel Uhr haben wir denn? 1 Uhr. Ja, es ist Montag. Deinen scheiß Job kannst du kündigen. Du wirst eh gefeuert, wenn du nicht hingehst. Ist mir doch alles egal. Wir spulen das jetzt alles vor. Du gehst nicht aus dem Weg. Ich weiß nicht, wo du hin wolltest. Ja, duschen ist auch vollkommen okay. Dusche. Der Kuchen glitzert. Es ist ein Diamantenkuchen mit Swarovski-Stein drin. Ja, da ging der Plan mal gründlich in die Hose. Wir versuchen es einfach morgen nochmal. Boah, ey, da könnte ich mich jetzt wieder ärgern. Einfach nur wegen diesem kleinen Rotzbengel. Lach nicht so irre, du Psycho. Das ist das Fiese. Mittlerweile muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht von euch noch irgendwie Ärger krieg. Das Problem ist, ihr fangt auch schon an, eine Bindung zu den Leuten aufzubauen. Und dann werde ich von euch angemeckert, wenn ich mal ein bisschen ungehalten zu denen bin. Dabei habe ich gutes Recht dazu, wenn die sich so daneben benehmen. Gut, während alle pennen, nutze ich nochmal die Gunst der Stunde. Und ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus. Und möchte mich an dieser Stelle sehr, 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 sehr herzlich an Kumpels Spielzimmer oder Kumpelspielzimmer. Oh Gott, ich hoffe, mit Q geschrieben. Ich hoffe, ich habe es nicht super falsch ausgesprochen. Du hast aber auch Baroness falsch ausgesprochen. Von daher habe ich hier Freifahrtschein. Der hat nämlich, er macht immer richtig schöne Bauten in Minecraft und macht immer so Let's Show Videos dazu, wie er das gebaut hat und geht ein bisschen ins Detail bei den Bauten. Ist echt ganz gut gemacht. Und er hat tatsächlich das Haus der Baroness in Minecraft nachgebaut. Ich werde euch die Folge in die Infobots, Bots, nee, Sprachfehler. Ich werde euch die Folge in die Infobots, ich kann nicht mehr mit okay. Also, ich werde euch die Folge in der Infobox verlinken. Ja, ich hab's geschafft, verdammt. Da könnt ihr euch das auch mal angucken. Also, ist wirklich gut geworden. Ich habe mich echt mega gefreut. Er hatte es angedeutet, dass er so ein kleines Special vorbereitet hat. Ich wusste aber überhaupt nicht, worum es ging. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und ich fühle mich sehr geehrt. Auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Guckt euch das Video an. Ich zwinge euch dazu. Macht es. Sonst macht ihr Grundel traurig. Und Grundel hat es schon nicht leicht im Leben. Mit dem Kind, was einfach die Geburtstagstorte seines Bruders wegfrisst. Okay, ich reg mich viel zu sehr auf. War ein anstrengender Tag, ihr müsst das verstehen. Ja, gut. Wir machen dann
in der nächsten Folge einen Neustart oder Neuversuch von wegen ja, des Geburtstages, weil es ist ja nun mal so, jetzt ist die Katze ja aus dem Sack. Snobby hat die Überraschung total vermasselt, nicht nur für Diego, sondern auch für euch. und zwar, ja, soll ja auch die Erweiterung ein bisschen Sinn machen. Von daher soll der Diego ein, ich glaube, er ist jetzt gerade ein Teenager, ein junger Erwachsener werden, weil ich glaube, dann kann man einen Beruf erlernen. Zumindest habe ich es so gelesen. Ich hoffe, ich habe es nicht komplett falsch verstanden. Wir werden das dann im nächsten Part leider erst sehen. Es tut mir leid, dass hier immer wieder nur so eine Chaosfolge ist. Ich nehme mir immer so schöne Sachen vor und dann wird da nie was draus. Das ist echt zum Heulen. Ihr müsst eh gleich alle zur Arbeit oder so. Warum hast du schon wieder Hunger? Komm, isst noch einen Kuchen. Was ist denn los hier? Nimm dir ein Stück. Wie sieht's mit euch aus? Du brauchst Spaß, ja, kann ich verstehen, ey. Wenn hier du noch irgendwie was vorhast mit dem Marvin und der einfach nach Hause geht, weil der müde ist, weißt du, normal ist das doch der Part der Frau zu sagen, ich hab Kopfschmerzen, ich bin müde, ich geh nach Hause. Nun denn, so soll's nun aber sein. Ja, Snobby, du hast wirklich so ein bisschen verschissen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Den 2-Quadratmeter-Pool hat er übrigens auch gebaut, der Kumpel. Kumpel mit Q, ne? Kumpel. Kumpel eigentlich. Naja, ja, ihr müsst in die Schule, ist klar. Ist gespeichert. Ihr seht, ihr seid doch alle richtig gut drauf. Die Grundin muss noch ein bisschen knacken, die kann das letzte Stück Kuchen fressen. Du bist noch nicht fertig mit Schlafen. Muss die überhaupt arbeiten? Oh, dann kann die alles vorbereiten. Oh mein Gott, kann man eine Geburtstagsfeier machen, während die Person noch gar nicht da ist? Und das ist so eine Überraschung. Oh, that would be awesome. Ich glaube aber nicht, dass sowas geht. Darling, du musst arbeiten heute. Naja, wenn die Party richtig geil ist, kann man auch mal schwänzen am nächsten Tag. Aber das... Oh, die Familie bei Tisch. Du hättest eigentlich Geburtstag gehabt, aber ich habe mir einfach ein Stück von deinem Kuchen genommen, um dir somit deinen Geburtstag zu ruinieren. Nee, okay, so ist er ja nicht. Eigentlich ist Snobby ja nett, aber ich muss sagen, da bin ich schwer enttäuscht von ihm. Es geht nicht immer nur um dich. Genau, es geht nämlich die meiste Zeit um mich. Denn ich bin eine wunderschöne Frau. Ich könnte dir mal wieder neue Unterwäsche zum Schlafen raussuchen, oder? Schon ein bisschen eklig. Du hast dein Späßchen, was? Okay, weil die Party so misslungen ist, sie hat ja überhaupt nicht stattgefunden, sie ist ja nicht mal misslungen, möchte ich einmal gucken, ob ich den Marvin nicht irgendwo finden kann. Welten verwalten, speichern und zu Welten verwalten gehen. Da möchte ich doch nämlich gerne mal gucken, ob ich dem Typen nicht mal ein bisschen was Nettes zum Anziehen raussuchen kann. Wir haben jetzt gleich schon die 20 Minuten voll, aber... ich muss das ja irgendwie wieder gut machen, dieses Chaos hier wieder. Und wetten, ich finde den nicht. Hier wohnt Fabi Fabulous. Küstensitz. Wohnt niemand. Da wohnen die Gothes. Wer wohnt hier? Die Bumbums. für die müsste ich eigentlich auch mal ein Haus machen. Hallo, hier wohnt auch wieder keiner. Ach so, ja gut, das... Da wohnt immer nur jemand, wenn da auch so ein Pinöpselchen da oben drauf ist. Hier wohnen die Magics. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt finde. Euch habe ich auch noch nie gesehen. Beste Freunde auf Lebenszeit, wer heißt denn so? Ich hoffe, ich finde den Marvin. Weil ich habe den nicht gemacht. Ach, guck mal, da ist der Dawn. Ja, weiße. Wohnt hier mit 3 Tussen zusammen. Und baggert die Grundel an. Grundel, sei mal froh. Der ist auch nicht gut. Wer seid ihr? Kenne ich alle nicht. Forever Alone wohnt da. Das ist der kleine hässliche Bruder von Diego, also Zwillingsbruder. Achso, hier wohnt die Moor, die Gebärmaschine. Ich nenne es jetzt einmal so. I'm sorry. Der wohnt hier nirgendwo. Wisst ihr das? Kann ich da irgendwie drauf zugreifen? Ich dachte, das geht. Ja, hier in der Promenade wird der nie wohnen. Nee. Wir müssen auch nochmal in die Stadt gehen. Wir waren überall noch nicht. Kann ich dann überhaupt auf den zugreifen? Wahrscheinlich nur, wenn die Grundel den heiratet. Was ist das denn hier? Warum Spencer Kim Lewis? Warum wohnt ihr hier in so einer geilen Bude? Und die Baroness? Nicht. Ja, nö. Er existiert gar nicht. Er ist nur ein Hirngespinst. Aus Grundels Fantasie.
Dann wird das wohl nichts mit dem Umstyling. Dann müssen wir das wohl noch so ertragen, wie der jetzt aussieht. Ich werde mich nochmal schlau machen, ob man nicht irgendwie doch darauf zugreifen kann. Weil ich kann dieses Outfit nicht ertragen. Das ist ja... Kriegst ja Augenschmerzen, Kopfschmerzen von. Ja gut, mal wieder eine Chaosfolge. Ihr seid es ja nicht anders gewohnt. Ihr seid Kummer gewohnt von mir. Von daher dürft ihr euch das also gar nicht stören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was zu lachen. Mich hat es einfach nur mal wieder frustriert. Und ich habe mich immer wieder nur aufgeregt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!